Ich grüße euch Leute. Herzlich willkommen. Neue Ausgabe WWE Supercard hier auf meinem Kanal. Vollgepackte Ausgabe. Wir haben hier richtig was, was wir miteinander besprechen wollen. Und ich würde sagen, wir reden auch gar nicht groß weiter drüber, sondern wir gucken einfach mal auf das neue Event. Ihr habt schon mitgekriegt, es ist natürlich wieder eine Ring Domination. Der gute Brock Lesnar ist dabei. Die Eventkarte. Kann man sich drüber streiten, ist auf jeden Fall eine übelste Brecherkarte. Ich habe mir natürlich in Bezug auf WrestleMania ein bisschen was anderes erhofft. Aber naja, es ist halt wie es ist, ne? Ich muss gerade gucken, die Katze. Und ja, ich habe so ein bisschen gehofft, naja, vielleicht wird es dann eher so, vielleicht so ein Kurt Angle, wir haben es alle irgendwo gehofft. Aber naja, es ist wie es ist. Wir werden sehen, was die Undercard ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jemand ist, der mit Brock Lesnar vielleicht was zu tun hat, Goldberg vielleicht, oder halt jemand, der einfach bei WrestleMania mit involviert ist, und das sind ja nun mal zahlreiche Karten, die da in Betracht kommen, ne? Gut. Dann würde ich mal sagen, zeige ich euch jetzt mal meine zwei WrestleMania 33 Pulls, die ich hatte. Viel Spaß! His name is John Cena! Ihr habt's gesehen, wir ziehen John Cena, und so wahr ich hier sitze, es ist keine Lüge. Zwei Resets später ziehe ich James Ellsworth. Und das ist einfach genial, weil es einfach der nächste Pro für mich ist. Also es ist jetzt wirklich nicht die beste Karte, aber im King of Swing hat mir die Karte trotzdem den Arsch gerettet. Und jeder WrestleMania Pro ist ein guter Pro zurzeit. Wir sind noch am Anfang der neuen Tierstufe. Und von daher mega Hype. Und ich freue mich natürlich wie Sau darüber, über den Pull. So, ich muss auf meinen Zettel gucken, weil es halt so viel ist, ne? Team RD war gewesen. Wir haben uns natürlich den guten Neville geholt. Ja, das wird leider nicht so lange eingeblendet, deshalb kann ich euch die Punkte nicht zeigen. Auf jeden Fall, das ganze Team hat gut mitgespielt. Das Problem war nur, wir wollten uns noch die Ulti-Karte holen. Und ich glaube, dann waren am Ende noch 10, 12 Picks übrig gewesen. Und es war Event, wäre noch Zeit gewesen. Aber wenn wir den Gegner gesucht haben, der Gegnersuchlauf war unendlich, also es ist einfach kein neuer Gegner gefunden worden. Und deshalb konnten wir uns den guten Big Cass nicht holen. Und es ist sehr ärgerlich, weil er für manche im Team Pro gewesen wäre und auch ein wichtiger Pro, damit die einfach in ihrem Deck halt weiterkommen. Ne? Eine richtig ärgerliche Geschichte, und ich hoffe, dass Cat Daddy das irgendwie mitgekriegt hat. Ein Support wurde angeschrieben von einigen von uns. Und es ist auf jeden Fall eine richtig miese Nummer. So. Dann guck mal jetzt mal auf den letzten King of Swing, also nicht der, den ich jetzt gerade habe, sondern den davor. Viel Spaß! Oh, Magic! Kleine Reise in die Vergangenheit, und ich zeige euch, wie der letzte Brecher King of Swing, wie ich in dem letzten Video genannt habe, ausgegangen ist. Und zwar, wie sollte es anders sein? Wir sind im Viertelfinale rausgeflogen gegen den guten Blondie. Ich hatte mit Absicht den achten Platz. Wollte ich erreichen, ne? Um ihn ganz einfach anzutreffen, weil er unter den Gegnern der war, den ich schlagen kann. Und es ist komplett nach hinten losgegangen. Und ich könnte mich sowas von dermaßen aufregen. Wir gucken uns mal hier den ersten Kampf an. Es wurde Kraft gefordert. Ja? Kraft. Er hat einen schönen Bob Backlund auf Ulti und ballert den dahin. Wisst ihr, was ich hab? Ne? Ich habe verdammte Scheiße. Passt auf. Ah, jetzt seht ihr es hier nicht. Aber ich zeige es euch dann später, wenn wir dann wieder in der Gegenwart sind. Ich habe auch einen Bob Backlund drin. Auf WrestleMania 33. Und der wird hier nicht gezogen. Das ist jetzt schon das zweite beschissene Mal hintereinander in einem King of the Ring Viertelfinale, wo meine Unterstützer nicht ordentlich gezogen werden. Und dadurch habe ich diesen Kampf natürlich verloren. Gut. Diva-mäßig haben wir natürlich gewonnen. Hier war Gleichstand gewesen. Und verdammt nochmal, wäre mein Bob Backlund gezogen worden,
Ist egal, Bob Backlund wäre bloß auf Kraft, wir hätten es eh verloren, weil Charisma der nicht beeinflusst hätte. Gut, also Gleichstand. Hier, gut, Härte, Kraft, Härte. Muss mir wirklich mal jemand zeigen, dass das der Mankind gegen Bret Hart verliert? Hätte hier mein Kraft Bob Backlund gewirkt, hätten wir diesen Kampf garantiert auch gewonnen. Gut, bei dem letzten sage ich es nicht, sage ich nichts. Natürlich tut der Gegner wieder schön procken, dass ich hier auf jeden Fall keine Chance habe. Beide gehen, ne, hier auf jeden Fall, okay, hier Randy Orton geht auf Tempo und macht das Ding dann natürlich. Es ist zum Kotzen. In dieser Runde ist nicht einmal mein Bob Backlund gezogen worden und es war zweimal Kraft drin. Härte hätte bereits hier bei den Divas schon gezogen werden können. Ach, das ist sowas von zum Kotzen und dadurch habe ich diesen Kampf natürlich verloren. Und den zweiten habe ich gewonnen und dann hätte man das Ding natürlich gehabt im Viertelfinale. Gucken wir uns mal den letzten Kampf an. Gut, hier hat er es gepackt. Ja, hier Härte, Charisma natürlich. Hier dievenmäßig, Kraft, Härte. Ist hier der Bob Backlund? Hier ist er gezogen worden. Ja, das darf nicht wahr sein. Sie prockt natürlich auf Kraft, dass ich den Kampf verliere und im letzten Kampf kommt Tempo dran. Ach, das ist so zum Kotzen. Viertelfinale rausgeflogen, meine Karten umsonst trainiert. Das ist sowas von zum Kotzen, Leute. Ich sage euch, das ist zum Würgen. Aber es ist nun mal so. Ich habe auf jeden Fall im Support wieder geschrieben mit derselben Problematik, dass die Unterstützer nicht gezogen werden. Das ist gut. Wir holen uns unsere Prämie Viertelfinale ab. Es gibt nur noch gewisse Karten, Brock Lesnar, Shinsuke, eine Sasha Banks wäre schön. Gucken wir mal, was wir kriegen. Becky Lynch. Naja, brauche ich leider nicht. Aber ist egal, es ist eine Diva. Vielleicht kümmere ich mich mal um die gute Ute, werde sie trainieren. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall, ich werde einen neuen King of the Ring heute starten und dann werden wir dann sehen, was rauskommt. So, ihr habt es gesehen, richtig bittere Kiste natürlich. Wir haben das Ding dort wieder nicht gewinnen können oder wenigstens uns eine WrestleMania-Karte holen können. Es war natürlich wieder eine richtige Kacke, aber ihr habt es gesehen. Ich möchte dazu jetzt einfach nichts mehr sagen. Es regt mich eh auf. So, dann, Leute, was jetzt richtig nice ist, was ich mit euch mache. Guckt euch das an. Ladder Reward. Zwei Kämpfe brauchen wir noch. Wir holen uns jetzt unsere Ladder-Belohnung ab, was eine Diva ist. Wir machen zwei Kämpfe miteinander. Und dann hoffe ich natürlich, dass es eine gute Diva wird. Ich freue mich natürlich über jede Diva. Na klar, habe ich da welche, über die ich mich besonders freuen würde, was eine Charlotte wäre, was eine Sasha Banks wäre. Das Einzige, was ich jetzt wirklich uncool fände, wäre, wenn ich eine Asuka nochmal kriege, weil ich die ja schon als Pro habe. Klar, wenn ich sie nochmal dann als Pro habe, ist das natürlich eine schöne Sache, aber eine andere wäre schon nett. So, Mickie James wäre auch was Tolles. Eigentlich wäre jede gut. Jetzt verliere ich natürlich hier on cam, ist natürlich logisch, ne? Ja, aber ist ja jetzt vollkommen egal. So, das war der eine Kampf. Ziehen wir hier mal unseren einen Pegner, wenigstens ein Reset abgeholt, ne? Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und Leute, jetzt kommt der Kampf. Oh Gott, ich bin gespannt, was es wird. Oh Mann, das ist immer Ladder Rewards. Ach, das. Ah, die Stufen sind halt so krass jetzt. Ne? Die nächste Ladder-Belohnung kriege ich dann erst in 15.000 Kämpfen. Und ach, das ist ja. Was habe ich noch auf meinem Zettel? Ja, okay. Ja, vollgepackte Ausgabe. Man kann sich da nicht alles merken. Ne? So ist es nun mal. So, den verlieren wir jetzt hier tatsächlich auch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nee. Die will ich haben. Vielleicht ein gutes Zeichen, Sasha Banks. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Drückt mir die Daumen. Drückt mir einfach die Daumen. Ich will gar nicht klicken. Ich hab ein bisschen Bammel, ein bisschen Bammel. Oh, Spirit Fingers und los. Und was wird's? Was wird's? Mach's nicht so spannend. Ich klicke ein. Nee, ich klicke nicht. Los, los. Ja! Carmella, vollkommen in Ordnung, Pfeil nach oben, ist Tag-Team-Partner für meine Asuka, wenn ich Carmella mal als Pro kriege. Geile Belohnung, freue ich mich wie Sau drüber. Jetzt nicht die beste Diva-Karte, ist aber überhaupt kein Problem für mich. Freue ich mich mega drüber, das ist natürlich eine total geile Nummer. Sehr schön, die gute Carmella haben wir hier gekriegt. So soll es sein, so soll es sein. Glück gehabt, Pfeil nach oben, super, super. Freue ich mich. Klasse. Genial.
Genial. Oh, sehr schön. Da pocht ihn gleich das Herz, ist so schlimm. Ihr seht's hier, King of the Ring, Finale, der letzte Kampf läuft noch, vollkommen egal, ob ich gewinne oder verliere. Wir kriegen eine WrestleMania-Karte. Leider muss ich da jetzt noch warten und musste jetzt halt das Video aufnehmen. Ich habe dann später keine Zeit. Ich hänge dann ganz einfach das Opening hinten ran und da werdet ihr sehen, was ich dann kriege. Ich blende euch jetzt noch mal kurz ein, was ich prone kann. Ja, Leute, ihr habt's gesehen, die gute Carmella vielleicht, ach, das wäre ja genial, noch ein Diva Pro und dann noch Tag Team und so. Naja, wir werden einfach sehen, was es wird. Es war mal ein bisschen fixeres Video heute gewesen, ich hoffe, ihr habt da kein Problem damit, war auf jeden Fall vollgepackt gewesen mit Infos und so. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, Spaß beim zukünftigen bei der zukünftigen Ring Domination. Hoffe, dass ihr euch natürlich auch so wie ich den guten Brock Lesnar holen werdet. Und wünsche euch alles Gute für eure King of the Rings, die ihr am Laufen habt, dass ihr gute Picks habt, ihr kennt das alles. Ach, und kleine Info noch, ich habe ein kleines Meinungsvideo, Meinungsvideo und Vlog bezüglich der WrestleMania 33 gemacht. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Guckt ruhig mal rein, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Tretet mit mir in Kontakt, ob ihr das genauso seht wie ich. Und ja, Leute, viel Spaß bei dem King of the Ring Opening noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ihr seid die Besten. Macht's gut. Ciao. Wir sind Erster geboren.